Weil ich neulich beim VR-Zocken Teile von meinem normalen Filmset kaputtgeschlagen habe, nehme ich heute mal mit dem Handy auf. Ich hatte gerade Bock, ein Video zu machen, in welchem ich spontan ein paar Kommentare beantworte. Sei es Kritik oder sei es irgendeine Frage. Auch was immer mir gerade ins Auge sticht und was ich für beantwortungswürdig halte. Sonst ist es ja immer so, dass meine Videos 1:1 gescriptet sind und jetzt wollte ich hier mal ein Video machen, wo ich ein bisschen spontaner, frei heraus, ungescriptet rede. VfL Skia schreibt, Junge, was ist mit dir denn falsch? Wenn du schon über das Thema Politik redest, rede doch über dein Thema, die kack-illegalen Drogen und nicht über Flüchtlingspolitik oder dass die AfD aus der EU austreten will. Bevor du irgendwie was von Politik erzählst, informiere dich erstmal und glaub nicht alles, was du in den Nachrichten hörst. Sonst sind die bösen Nachrichten ja auch immer so schlimm, wenn es um dein Thema geht. Ja, dieser Kommentarschreiber ist meiner Bitte, mich höflich auf Fehler im Video hinzuweisen, nicht nachgekommen. Man muss es natürlich hier direkt in einem so aggressiven Ton schreiben. Also erstmal, er schreibt ja, dass die Nachrichten beim Thema Drogen ja auch immer so schlimm sind, aber es stimmt gar nicht. Also vor allem, wenn es Berichte vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen sind, dann sind die eigentlich immer ziemlich gut und eigentlich eher pro Legalisierung. Und das sind ja im Augen der AfD-Wähler diejenigen, die Propaganda für die Regierungsparteien machen, aber in Bezug auf die Drogenpolitik ist das absolut nicht der Fall. Solche komischen Beiträge kommen meistens, wenn dann, von Privatsendern, so von irgendwie ProSieben oder RTL gibt es ab und zu mal so komische Beiträge zu dem Thema. Zweitens habe ich in dem Video nie gesagt, dass die AfD aus der EU austreten will. Ich weiß, dass sie das nicht konkret fordert. Sie schreibt in dem Wahlprogramm, wenn das und das nicht gegeben ist, dann sollte man über einen Austritt nachdenken oder irgend sowas in die Richtung steht im Parteiprogramm. Deswegen habe ich auch absichtlich die Formulierung verwendet, sie sind Fan von einem EU-Austritt. Und während ich den Satz sage, blende ich auch den entsprechenden Teil ihres Parteiprogramms ein. Also jeder, der das Bild angehalten hätte und nachgelesen hätte, der hat gesehen, dass da nicht konkret der Austritt gefordert wurde. Aber prinzipiell verstehe ich schon die Kritik des Kommentarschreibers. Im Nachhinein denke ich mir, ich hätte das Thema EU-Austritt komplett weglassen sollen, weil ich sage zwar, dass ich explizit die Formulierung verwendet habe, sie sind Fan vom EU-Austritt, aber das ist schon sehr leicht so zu interpretieren, dass sie aus der EU austreten wollen und irgendwie, keine Ahnung, ich hab mir das irgendwie in meinem Kopf rechtfertigen wollen. Ah, wenn ich sage, sie sind Fan, dann bedeutet ja nicht, dass sie wirklich konkret den Austritt fordern, aber das ist schon sehr missverständlich. Also hier nochmal die Klarstellung, die AfD fordert nicht den Austritt aus der EU konkret. Sie knüpft dies an bestimmte Bedingungen. Also sowas wie, ja, wenn Deutschland immer mehr Souveränität verliert und die EU immer mächtiger wird, dann sollte man einen Austritt sich überlegen. Laurin Prop schreibt, Disjointed ist die beste Serie. Ich bezweifle, dass eine Serie, die auf IMDb eine Wertung von 6,4 hat, die beste Serie ist. Also ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich denke nicht, dass eine Serie mit einer solchen Wertung die beste Serie ist. Nächster Kommentar ist richtig geil. Soldier to Pson schreibt, ich glaube, du nimmst das Zeug nicht nur für Videos. Einer, der so oft verschiedene Drogen testet, der nimmt die auch ganz locker regelmäßiger. Und sowas sehen hier auch noch Kinder. No shit, Sherlock. Natürlich nehme ich Drogen nicht nur für Videos. Ich nehme sie auch, weil es mir im Allgemeinen Spaß macht und ich es interessant finde und ich solche Erfahrungen gerne machen will. Und noch was zur Regelmäßigkeit. Weed und DMT sind wahrscheinlich die Drogen, die ich am häufigsten nehme. Da habe ich keineswegs zu jeder Erfahrung ein Video gemacht. Aber zu den meisten anderen Drogen ist wirklich jede Erfahrung in Form eines Videos auf meinem Kanal festgehalten. Und auch bei DMT und Weed ist es nicht so, dass ich irgendwie extrem übermäßig viel konsumiere. Jakob Schärfer schreibt unter meinem Parteianalyse-Video, du scheinst eine Sache nicht verstanden zu haben. Man wählt keine Punkte aus einem Wahlprogramm, sondern das Komplettpaket. Und wenn eine Partei Rechtsextremes vertritt, macht das nun mal alle Wähler dieser Partei zu Rechten. Allerdings mit dem Begriff Nazi rumzuschmeißen, verharmlost nur die Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs. Warum bist du derjenige, der entscheidet, warum man eine Partei wählt oder was man aus der Partei wählt? Also ein Großteil der AfD-Wähler sagt ja selbst, dass es eine Proteststimme war, um zum Ausdruck zu bringen, dass sie mit den Leistungen der
alten Parteien nicht zufrieden waren. Das ist nicht, dass jeder AfD-Wähler hinter jedem einzelnen AfD-Mitglied steht, also auch hinter Bernd Höcke und Co. Die meisten Wähler der Partei sind wahrscheinlich auf dem politischen Spektrum tatsächlich auf der rechten Seite einzuordnen, aber genauso die Wähler der CDU, das ist ja auch eine rechte Partei. Rechts heißt ja nicht rechtsextrem und ich finde, das Parteiprogramm von der AfD ist jetzt nicht rechtsextrem, so wie zum Beispiel Bernd Höcke. Rüdel Vogente schreibt unter meinem Warum man Drogen legalisieren sollte Video, würde sich denn der Schwarzmarkt nicht einfach auf die Jugendlichen verschieben? Natürlich würde sich der Schwarzmarkt dann mehr auf Jugendliche fokussieren, aber ich denke, der Schwarzmarkt würde in jedem Fall deutlich kleiner werden. Xilef schreibt unter meinem Parteianalyse-Video, ah ja, der Islam ist scheiße, okay, dann befasse dich mal mit Amerika, was dieses christliche Land mit ein paar europäischen Ländern, unter anderem Deutschland, in den letzten Jahren geleistet hat. Ich sag nur, 20 bis 30 Millionen Tote seit 1945 durch illegale Kriege. Ja, den Rest lasse ich jetzt mal weg. Es regt mich einfach so krass auf, wenn man gewisse Dinge kritisiert, dass dann manche Leute dann herkommen und sagen, hey, aber das gibt's auch und das ist noch viel schlimmer. Was, du sagst, dass Amerika böse ist? Dann sind natürlich alle extremistischen islamischen Anschläge gerechtfertigt. Habe ich irgendwo in dem Video gesagt, dass ich Amerika oder das Christentum super toll finde? Davon abgesehen bezweifle ich es, dass die USA ihre Gräueltaten mit Bibelstellen rechtfertigen. Ich sag nicht, dass sie es nicht könnten, denn die Bibel hat auch ein paar krasse Stellen, aber in der Welt des Islam ist das in der heutigen Zeit deutlich verbreiteter. GG schreibt, findest du es schlimm, wenn zwei 13-Jährige sich eins Joint teilen zum Probieren? Ja. Das ist blöden, Jungs. Ja, das war's mit diesem sehr trashigen Video. Ich habe noch sehr bald ein Video in der Pipeline, das über die Jamaika-Koalition geht und wie sehr da eine Legalisierung wahrscheinlich ist. Abonniert hierfür auf jeden Fall diesen YouTube-Kabal. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich dieses Video absichtlich trashy mache, also unscharf, wackelige Kamera, alles was es zu bieten gibt.